Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei diesem Video. Heute möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, warum du als Lehrer kündigen solltest und nenne dir hierzu vier Gründe, die dafür sprechen. Vorab möchte ich dir erzählen, wie es auf diesem Kanal jetzt weitergehen wird in den nächsten Wochen. Und genau, dienstags und freitags bekommst du immer ein Video von mir und dienstags geht es dann direkt um das Thema als Lehrer zu kündigen und alle Themen, die damit zu tun haben, wie zum Beispiel die Kontrapunkte, warum du es also nicht tun solltest. Und dazu werde ich dann immer Videos machen in den nächsten Wochen. Und Freitag werde ich mit dir dann darüber sprechen, wie die Phasen sind, also die sieben Phasen, die du durchläufst, bis du dann an den Punkt kommst, an dem du wirklich als Lehrer die Kündigung als eine realistische Option annimmst. Und dass sie wirklich für dich etwas ist, was du auch, wenn es dann so ist, dann auch umsetzt. Dass das Teil deines Lebens, Teil deines Gedankenguts wird und nicht irgendein Mysterium ist. Und diese sieben Phasen, die du durchläufst, bis du an diesem Punkt kommst, an dem du sagst, ja, die Kündigung ist eine wirklich realistische Option, die stelle ich dir vor. Dann kannst du nämlich jetzt auch schauen, an welchem Punkt du derzeit bist. Und warum du denkst und warum du fühlst, wie du jetzt fühlst und was der nächste Schritt ist. Und die nächste Phase, die du früher oder später auch durchlaufen wirst. Und das sind sieben Phasen, also die sind so. Aber dazu mehr dann am Freitag. So, lass uns jetzt mal starten. Die vier Gründe, weshalb du als Lehrer kündigen solltest. Um das Ganze jetzt ganz, wenn du dich richtig reinlesen willst in die Thematik und weitere Gründe haben willst, denn es sind letzten Endes 11 Gründe, die ich dir vorstelle, dann schau einfach bei mir auf den Blog. Da kannst du das dann in dem neuen Artikel durchlesen. Ich mache jetzt hier im Schnelldurchlauf die vier Gründe, weil sonst das Video extrem lang wird. Also, Punkt Nummer 1. Wenn du deine Werte wirklich auch leben willst, dann solltest du als Lehrer kündigen, denn ich bin mir ganz, ganz sicher, dass vieles, was du jetzt machst, nicht ganz mit deinen Werten oder wirklich auch gar nicht mit deinen Werten übereinstimmen. Das weiß ich selber aus meiner eigenen Dienstzeit, aber das weiß ich auch mit Gesprächen mit den vielen, vielen Lehrern, mit denen ich spreche, dass es absolut nicht passt. Was auch vollkommen gut ist, dass es nicht passt, weil letzten Endes willst du ja als Lehrer lehren, du willst Menschen, junge Menschen begleiten, das wirklich mit allem, was du hast, mit deiner Liebe aus dem Herzen heraus willst du es tun und das System, ja, lässt es aber nicht zu. So, das ist Punkt Nummer 1. Also ein Beispiel nenne ich dir jetzt hier mal ganz schnell. Ein Beispiel ist es also aus meiner eigenen Zeit. Also ich habe ganz oft in Klassen unterrichten müssen, in denen es einfach Analphabeten gab, die gleichzeitig in der Klasse waren mit Schülern, die einen Hauptschulabschluss bekommen sollten. Und das ging gar nicht, das ist natürlich ganz klar, ne? Das ist ja überhaupt nicht machbar. Also das sind ja ganz unterschiedliche Konzepte, die du als Lehrer dann haben müsstest, um die beiden wirklich so zu fördern, wie sie auch gefördert werden müssten, damit sie am Ende wirklich dann auch Erfolge haben, dass sie wirklich auch wissen, dass sie etwas gelernt haben und dass sie etwas mitnehmen. Was natürlich nicht möglich ist, wenn der eine nicht schreiben und lesen kann und der andere jetzt auf einen Abschluss dann vorbereitet werden soll. Und das ist etwas, was überhaupt nicht ging. Und es fiel mir extrem, extrem schwer, war auch überhaupt nicht mit meinen Werten vereinbar. Also meine Vorstellung von Lehren ist eine ganz andere als das, was da jetzt abgelaufen ist. Und das hatte übrigens auch nichts damit zu tun, dass ein Lehrermangel war, weil das war vor dieser Zeit. Punkt Nummer 2, warum du kündigen solltest, ist, ich schau mal, was ich mir aufgeschrieben habe, Erfolge. Und wenn du Erfolge haben möchtest, das kommt natürlich auch auf die Definition von Erfolg an, die du jetzt hast, also wie du für dich Erfolge definierst. Ich persönlich habe dann für mich eine Definition gefunden, die ich gut finde und ich sage immer, Erfolg ist eher oder sie folgt ihrer Bestimmung, dem eigenen Herzen, den eigenen Werten, den eigenen Idealen, den eigenen Träumen. Und da du ja Punkt 1 schon gehört hast, deinen eigenen Werten ja nicht folgst, kannst du ja auch keine richtigen Erfolge haben als Lehrer. Wenn du natürlich Erfolg damit definierst, indem du sagst, ich bin erfolgreich, wenn zwei Schüler mein Arbeitsblatt toll finden oder wenn ein Schüler, zwei Schüler, drei Schüler ihren Schulabschluss hinkriegen und sowas, dann ist das auch was anderes. Dann hast du auch natürlich Erfolge, dann bist du auch dir selbst natürlich gefolgt in deiner eigenen Definition von Erfolg. Aber generell
ist es extrem schwierig, in dem Lehrerberuf Erfolg zu definieren, also persönliche Erfolge zu definieren, was ist eigentlich Erfolg und auch letzten Endes auch sie zu feiern. Und das hat auch einerseits auch damit zu tun, weil es auch ein System ist, das auch mehr auf das Negative, also auf die Defizite ja hinarbeitet. Also du bist als Lehrer der Meister von Fehler erkennen, Schwächen erkennen und auch zu kritisieren, zu bewerten und das dann auch immer eher ja negativ. Du bewertest ja in erster Linie, siehst du das Negative und das bewertest du. Und das ist ja auch wiederum etwas, was für mich, also für mich persönlich überhaupt nicht, es war echt furchtbar, es ging gar nicht, weil das auch mit meinen Werten nicht übereingestimmt hat. Und das ist dann auch wiederum etwas, wo dann auch wirklich Erfolge gar nicht sichtbar sind und auch gar nicht richtig gefeiert werden. Und außer sie sind dann wirklich so, dass sie eben diesen Schulabschluss haben, was ja auch externe Erfolge sind, jetzt auch nicht unbedingt interne Erfolge, die vielleicht ein Schüler für sich hat. Also, das ist ein Thema, darüber könnte ich jetzt viele Videos machen und ganz lange sprechen. Aber überleg erstmal für dich, was wirklich Erfolg ist und ob du deinem Herzen, deinen Träumen, deiner Bestimmung folgst. Und falls du das nicht tust, ist es tatsächlich ein Grund, als Lehrer zu kündigen. Und ich bin davon überzeugt, dass es die meisten Lehrer nicht tun. Punkt Nummer 3 ist die Gesundheit. Die Gesundheit, die extrem wichtig ist in dem Lehrerberuf und auch vermehrt auch wirklich jetzt auch von vielen anderen wahrgenommen wird, nämlich vor allem von Psychologen, auch wahrgenommen wird, auch durch diese psychosomatischen Kliniken. Also, dass da irgendwas nicht stimmt, ist klar. Und wenn du dir auch anschaust, die ersten 2 Punkte, die ich eben genannt habe, ist es auch logisch, dass es so ist, dass sehr viele Lehrer in diesem System krank werden. Ist komplett nachvollziehbar. Im Grunde ist es ja auch wiederum ein Zeichen dafür, dass du ja eigentlich gesund bist, nur im falschen System bist. Denn es ist ja klar, wenn du erstens nicht deiner Bestimmung folgst und nicht deinen Werten entsprechend arbeitest, dann kannst du ja auch nicht gesund sein. Dann funktioniert das mit der Gesundheit nicht. Es ist vollkommen klar, dass du eben nicht gesund bist. Und abgesehen davon arbeitest du ja auch an einem Ort, an dem ja auch jeder gezwungenermaßen hingeht. Also der Hausmeister ist gezwungenermaßen da, der Lehrer selbst ist gezwungenermaßen da, die Schüler zwingen sich in die Schule. Also wirklich jeder, der in der Schule ist, ist gezwungenermaßen dort, der eine mal mehr, der eine mal weniger, der eine hat morgens mehr zu kämpfen mit sich, der andere weniger, weil letzten Endes ist es kein Ort, wo die Leute, die da hingehen, fröhlich, entspannt und guter Laune sind. Das ist einfach nicht so. Also gut gelaunt hingehen ist einfach nicht so. Und dementsprechend ist es auch ganz klar, dass du früher oder später eben auch krank wirst. Und deshalb, wenn du gesund sein möchtest und das langfristig gesund sein möchtest, ist es auch wiederum ein Grund dafür, dass du eben auch sagst, so, jetzt reicht's, ich bin genug Lehrer gewesen, ich gehe raus, ich kündige. So, Nummer 4 ist die Selbstbestimmung. Also was ist mit der Selbstbestimmung? Also wenn du ja selber bestimmen möchtest, wie du lebst und das wirklich auf eben allen Bereichen deines Lebens, eben auch im Berufsleben, dann ist es auch ein Grund, als Lehrer zu kündigen, weil du das eben da nicht machen kannst. Und das fängt schon bei Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel deine Pause. Also du bestimmst ja gar nicht selber, wann du Pause hast und wie lange du Pause machst. Es ist ja vorgegeben. In jeder Schule ist es schon vorgegeben, wann deine Pause sein soll. Und auch was die Ferien angeht, es ist ja auch wiederum vorbestimmt, wann deine Ferien sind. Also du planst ja im Grunde dein ganzes Leben um diese Ferien herum. Und ich kann dir auch Beispiele nennen. Also als meine Schwester heiraten wollte, war das auch immer ganz schlimm, weil das nicht in den Schulferien gepasst hat. Und es ist ja auch nicht immer so einfach, deinen Sonderurlaub zu bekommen. Und das ist echt, und kriegst du ja auch nicht dann mehrere Tage. Das ist dann immer eine ganz, ganz blöde Sache. Was aber eigentlich relativ gut verändert werden könnte, wenn man einfach auch als Lehrer ein Kontingent hätte an freien Tagen, die man selber wählen könnte. Also damit hätte man zumindest mehr Selbstbestimmung in diesem Beruf reingebracht. Was übrigens auch in New York gemacht wird. Das ist jetzt nicht eine utopische Vorstellung von mir, sondern es gibt Länder, in denen das so ist, in denen der Lehrer auch einige freie Tage selber zur Verfügung hat, die er selber bestimmen kann, wann sie sein sollen. So, wenn du jetzt aber bei diesem 4. Punkt jetzt überlegst oder dir so eine kleine Stimme so im Kopf gesagt hat, boah, das ist aber jetzt echt Jammern auf hohem Niveau, dann ist es höchstwahrscheinlich nicht deine Stimme, sondern die vielleicht von deinen Freunden, von deinen Eltern oder von wem auch immer.
Und das ist übrigens nicht jammern auf hohem Niveau, denn ein selbstbestimmtes Leben zu führen, also selber zu bestimmen, wie man leben möchte, ist extrem wichtig. Und da du das in diesem System derzeit nicht machen kannst als Lehrer, ist es ein Grund auch zu kündigen. Letzten Endes bist du ja ein erwachsener Mensch und kannst selbstbestimmt, willst selbstbestimmt leben. Es geht in diesem System derzeit nicht, also wäre es ja auch ein Grund zu sagen, so, dann sage ich Tschüss und Goodbye und mache irgendwas anderes. Gerade weil du ja auch im Grunde als jemand, der ein Vorbild sein soll und lehrst, du lehrst, du bist ein Vorbild, gerade ja auch deswegen solltest du ja auch diese Selbstbestimmtheit ja in einem System haben, um das ja auch deinen Schülern weitergeben zu können. Also das ist auch extrem wichtig, weil der Lehrerberuf, der Beruf des Lehrers ist einer der allerwichtigsten. Ich würde sagen, das ist der allerwichtigste Beruf überhaupt, weil du ja die Gesellschaft gestaltest. Also jeder Mensch war in der Schule und jeder Mensch ist von diesem System geprägt. Unsere ganze Gesellschaft ist von diesem System geprägt. Also wenn du anders bist, wenn du sagst, stopp, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, auf dieses System, dann ist es auch so, dass durch dich dann auch die Gesellschaft als solches sich verändert. So, jetzt ist das Video trotzdem lang geworden. Also, ich hoffe, ich konnte dir jetzt weiterhelfen in deinen Gedanken und dir auch Mut machen bei dem, was du bist, auch wirklich, also zu dem, was du bist, zu stehen und ich konnte dich vielleicht auch hoffentlich dazu begeistern, einfach dein Leben in die Hand zu nehmen und zu sagen, so, ich mache mein Ding und ich sehe das eben anders und das ist auch gut so. So, nun wünsche ich dir einen wunderschönen Nachmittag und ja, wir sehen uns Freitag wieder und bis dahin alles Gute und Liebe. Tschüss!